Hans Lindberg hatte einen feinen Zwirn aus dem Schrank geholt. Weißes Hemd, blaues Sakko samt dazugehöriger Anzugshose und auf Hochglanz polierte Ausgehstiefel, so nahm der frisch am Knie operierte 7-Meter-Spezialist der Füchse Berlin hinter der Ersatzbank in der Max-Schmeling-Halle Platz. Bis der Kapitän und Leistungsträger des Handball-Bundesligisten wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, werden vermutlich noch ein paar Wochen ins Land gehen, zumindest am Donnerstagabend im ersten Heimspiel der Saison 2018-19 gegen GWD Minden, hatte Lindberg allerdings einen erstklassigen Vertreter für seine Kernkompetenz, die im Regelfall sichere Exekution von Strafwürfen. Frederik Schiemack schnappte sich in seinem erst zweiten Spiel als Handballprofi wie selbstverständlich den Ball, wenn es mal wieder 7 Meter für seine Farben gab, und verwandelte mit ebenso traumwandlerischer Sicherheit alle Versuche. Am Ende des Tages wies die Statistik 6 Treffer für den 20-Jährigen aus. Damit hatte Schiemack großen Anteil daran, dass die Füchse vor 6.428 Zuschauern mit 29:27, 16.14 Uhr, gegen Minden gewannen und sogleich einen kompletten Fehlstart verhinderten. Zum Auftakt hatte das Team von Coach Velimir Petkovic bekanntlich bei Frisch auf Göppingen verloren. Jakob Holm überzeugte, diesmal präsentierten sich die Berliner von Beginn an deutlich verbessert, vor allem im Offensivspiel. Jakob Holm, im Sommer aus Dänemark verpflichtet, riss das Geschehen bei eigenem Ballbesitz umgehend an sich und dirigierte überzeugend. Auch dank Holm und Schiemack hatten die Füchse zur Pause 16.14 Uhr bereits 16 Treffer erzielt, also nur 2 weniger als im gesamten ersten Bundesligaspiel des Jahres. Mehr zum Thema: Nach dem Seitenwechsel bauten sie ihren Vorsprung mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung beständig aus. Als Kevin Struck nach einer Dreiviertelstunde einen Konterabschluss betrug die Führung zum ersten Mal an diesem Abend 5 Treffer, 23.18 Uhr ein Polster, das nie mehr in Gefahr geraten sollte. Auch Hans Lindberg und das halbe Dutzend verletzter Spieler in ihren feinen Anzügen quittieren diesen Umstand mit Applaus.